Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und deine Vorschläge. Und ich glaube, du fängst jetzt mit Elisabeth Köln. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich darf die Laudatio für Elisabeth Pöhlmann halten. Frau Pöhlmann, Sie verzeihen mir, Frau Pöhlmann ist 85 Jahre alt. Seit 22 Jahren hilft Frau Pöhlmann ehrenamtlich im Heinrich-König-Zentrum am Warenweg. Im Laufe der vielen Jahre hat sie die unterschiedlichsten Aktivitäten und Veranstaltungen begleitet und zum großen Teil selbstständig durchgeführt. Beim Seniorentanz, der über viele Jahre monatlich stattgefunden hat, unterhielt sie die Gäste mit Witzen, Sketchen und Gedichten und sorgte für eine fröhliche Stimmung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Viele Jahre führte Frau Pöhlmann auch Bingo-Abende durch, die einen großen Anklang bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenzentrums Heinrich König fanden. Aus der Tatsache, dass Frau Pöhlmann noch Bastelabende durchführt, kann man die Vielfalt ihrer Aktivitäten erkennen und ihre Flexibilität, die Spannbreite ihrer ehrenamtlichen Aktivitäten gut ablesen. Noch heute kommt sie jede Woche Montag und Dienstag ins Haus am Warenweg, um neben persönlichen Gesprächen, und das ist das Wichtigste, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern auch Denksportaufgaben zu lösen, wobei auch das beliebte, bei uns allen beliebte Stadtlandfluss eine große Bedeutung hat. Mit anderen Worten, Frau Pöhlmann, Sie sind eine ehrenamtliche Sozialarbeiterin bester Prägung und verdienen unsere Hochachtung. Als Mitglied des Bergmannstisches Bochum-Süd ist Herr Wöhl seit mindestens 25 Jahren für die Pflege des Brauchtums in hervorragender Art und Weise unterwegs. Niemand kann die Vielzahl seiner Aktivitäten zählen, die er initiativ mitgetragen hat. Eine herausragende Leistung ist die Entwicklung und Pflege und stetige Weiterentwicklung des bergbauhistorischen Lehrpfades in Dahlhausen, zu dem Herr Wöhl während seiner Streifzüge durch meinen Stadtbezirk immer wieder neue Standorte entdeckt, die es wert sind, durch entsprechende Beschilderung der Nachwelt zu dokumentieren. Hier ist auch die Freilegung und Gestaltung des Flöhls Wasserfall im Bereich der ehemaligen Zeche Dahlhauser Tiefbau zu nennen. Ein Naturdenkmal mit einem senkrecht verlaufenden Flöz, welches sicher seinesgleichen sucht. Herr Wöhl, bleiben Sie uns, bleiben Sie meinem Stadtbezirk Bochum-Südwest in Ihrer Funktion weiter erhalten, denn unsere Geschichte und Herkunft hier im Ruhrgebiet sind es wert, in angemessener Form der Jugend und der nächsten Generation in angemessener Form überliefert zu werden. Auch Ihnen, Herr Wöhl, meinen herzlichen Dank. Und das allererste ist im Bezirk Mitte und deswegen würde ich mich freuen, wenn Gabi Sport. Und Gabi Sporck wird nun die Laudatio halten für jemanden, wo es jetzt ein bezirklicher Vorschlag ist, in der ganzen Stadt bekannt ist, wie ein bunter Hund, auch weil er auf der Kirche mein Frau Elber erwischt. Ich denke, dass viele der hier anwesenden Erwischt kennen, da er sich Zeit seines Lebens für Kinder und Jugendliche stark gemacht hat. Erwin Schneen betreut Jugendliche und deren Familien, die aufgrund eines Migrationshintergrundes Hilfe benötigen. Damit leistet er die selbstverständliche Integrationsarbeit und hilft, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Dafür spreche ich ihm meinen Dank und meine Anerkennung aus. Bochum, der 15. April 2016. Da müssen wir, glaube ich, nochmal lassen. Thomas Eisdecker, Oberbürgermeister 15. April 2015, hätte ich nämlich nicht unterschreiben können, um das ganz ehrlich zu sagen. Lieber Erwin, ganz herzlichen Glückwunsch. Bei der Auswahl von Ehrenämtern aus dem Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid habe ich München vorgeschlagen, die aus zwei Bereichen kommen, die einen hohen Stellenwert für die Bürger haben. Diese stehen stellvertretend für Hunderte von Bürgern, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren. Der Oberbürgermeister hat das gerade schon gesagt, man kann nicht alle aussuchen, deswegen sind alle, die eigentlich geehrt werden, natürlich stellvertretend für alle anderen, die auch sich engagieren. Ich habe Frau Huth
Ulo Bruch-Wendigmann vorgeschlagen. Sie kommt aus dem Bereich Karneval und Brauchtum in Wattenscheid. Wattenscheid ist ja nun mit Karneval zugehörig, deswegen muss dann natürlich auch jemand da geehrt werden aus dem Bereich, ganz klar. Herzlichen Dank. Es gibt einen Organismus, Mensch geheißen, und auf den kommt es an, und ob der glücklich ist, das ist die Frage. Dass der frei ist, das ist das Ziel. Diese Zeilen schrieb Kurt Tucholsky im Jahr 1930. Um ein so beschriebenes Ziel erreichen zu können, bedarf es Kümmerer wie Karl Otto May. Bei ihm stand und steht immer der Mensch im Vordergrund, der, dem es zu helfen gilt, sowie der, dem es zu fördern gilt. Andrea Busche wird jetzt als allererstes Frau geehrt. Dann wird jetzt erklärt, warum die Reihenfolge andersrum ist. Aber das macht Andrea Busche. Bitte schön. Frau Gehle ist gerade erst angekommen, weil der Rattenplatten hat und die muss sich jetzt ein bisschen erholen, weil sie sehr aufgeregt ist und deswegen fange ich mit Herrn Schmidt an. Herr Schmidt wird quasi geehrt für sein Lebenswerk. Er hat sich, er ist 86 Jahre alt und bis dass er einen Schlaganfall bekommen hat, war er sehr, sehr aktiv in jungen Jahren in der Jugendarbeit im Fußballverein und wie ich gerade erfahren habe, hat er sogar damals schon für Integration gesorgt, indem er gerade polnischen Kindern geholfen hat. Durch Reisen, die damals zu uns kamen, durch Reisen und eben die Arbeit im Sportverein, sich gut zu integrieren. Er gab ein Werkzeug mit Blumen und alles begrünt, was zu begrünen ist. Quasi Guerilla-Gardening. Alles zu begrünen, schön zu machen, bunte Flecken zu setzen. Und nicht selten sieht man sie auf Stadtteilfesten. Da taucht sie auf und schnellt einfach auf die Bänke, auf die Tische frisch gepflückte Blumen. Und die Leute freuen sich. Und ich weiß, dass sie gar nicht gerne in der Öffentlichkeit steht und schrecklich aufgeregt ist, aber ich finde das einfach so schön. Das ist ein Engagement, was von Herzen kommt und ich finde, da muss man Danke sagen. Bitte Rosemarie Rosenkranz. Sehr verehrte Damen und Herren, im Bochumer Süden haben wir uns orientiert, indem wir gesagt haben, wir nehmen jemanden, der im Bereich Sport aktiv ist. Und Thomas, da hast du völlig recht, eben nicht als Vorsitzender, sondern in der aktiven Arbeit. Und als zweites im Bereich der Sicherheit, da haben wir allerdings schon relativ weit oben angesetzt. Frau Rosenkranz, als ich überlegt habe, wie man fragen könnte, was sie tatsächlich auszeichnet, war die erste große Problematik, wusste kaum einer, wie lange sie schon in diesem Verein Rot-Weiß-Stiebel aktiv sind. Die Ehrung geht an Herrn Bernhard Schwarz und ich freue mich jetzt endlich zu wissen, wie der Benno Gierling mit Vornamen ist. Herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlich. Ich will da kein Hehl losmachen. Wahrscheinlich hätten sowohl die Bezirksbürgermeisterin und Bezirksbürgermeister als auch wir heute hier 20 Personen ehren können. Und auch das wäre richtig und angemessen, die sich im Moment darum bemühen, eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu bewältigen haben, nämlich der Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, die vor Terror, Tod und Krieg hier zu uns fliehen, für ihr ehrenamtliches Engagement zu ehren. Ich finde, das wäre auch würdig und völlig richtig gewesen, weil das ein wirklich sehr großes und zeitintensives Engagement ist. Das haben wir aber in dieser Breite nicht getan, weil ich finde, es ist im Moment genauso wichtig, deutlich zu machen, neben dieser Herausforderung gibt es auch das Leben, was es in Bochum seit vielen Jahren gibt und was es auch in Zukunft geben wird, nämlich das, wo die Menschen, die schon ganz lange hier sind, sich und ihre Lebensumwelt gestalten. Und deswegen haben wir die Ehrung eben auch inhaltlich so breit getragen.
Gemeinsam mit den hauptamtlichen und weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitskreises leistest du in verschiedenen Stadtteilen Buchungsberatungs- und Betreuungsarbeit. Eben nicht mehr nur da, wo das mal angefangen hat, sondern jetzt überall dort, wo auch jetzt Neues entsteht, in der Hilfe für Flüchtlinge. Du machst dich stark für Verbesserungen bei der Unterbringung von Asylbewerbern und gibst Flüchtlingsfrauen Sprachunterricht. Informierst die Öffentlichkeit über die Situation der Schutzsuchenden und kümmerst dich um deren Integration. Die Arbeit teilen jetzt hier vor. Liebe Heide, schwarz auf weiß, herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Gabriel, seit 1996 engagieren Sie sich ehrenamtlich für die Tschernobyl-Kinderhilfe in Buch. Hauptziel des Vereins, zu dessen Vorstandsteam Sie gehören, ist es, betroffenen Kindern aus den verstrahlten Gebieten Erholungsreisen nach Deutschland zu ermöglichen. Und es gelingt Ihnen jährlich bis zu 65 Kinder einzuladen. Dabei nehmen Sie persönlich seit 20 Jahren regelmäßig zu Weihnachten und in den Ferien 2 bis 3 Kinder in Ihrer Familie auf, damit sich diese hier in Bochum erholen können. Ihren Kindern sind Sie damit ganz offensichtlich ein Vorbild, so engagiert sich Ihr Sohn Dirk, der Sie heute begleitet, seit einiger Zeit im Beirat der Tschernobyl-Kinderhilfe. Als Mitglied des Vereins, ne? Bitte schön. Also, dass mein ehrenamtlich tätig wird und erstmal geschult wird, das ist auch was typisch Deutsches. Aber in dem Tätigkeitsfeld ist das, glaube ich, ohne jede Frage sehr wichtig und richtig, wie ich als ehemaliges Mitglied des JVA-Beirates und auch in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen durchaus weiß einschätzen zu können. Sie betreuen dort langjährig Inhaftierte, die über keine anderen sozialen Kontakte verfügen. Sie kümmern sich um Angehörige von Strafgefangenen und sie helfen Strafentlassenen, um Freiheit wieder Fuß zu fassen. Und alles drei, aber ganz besonders das Letzte, ist mit Sicherheit eben nicht nur ein ehrenamtliches Wirken für diese Personen, sondern auch für unsere Gesellschaft.